Seit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert steigt die Temperatur auf der Erde stetig an. Das Verbrennen fossiler Brennstoffe, die Emission von Methan durch Tierzucht, die großflächige Entwaldung und ein steigender Konsum sind laut Weltklimarat dafür verantwortlich, dass die globale Durchschnittstemperatur weiter ansteigt. Wir haben ja noch immer einen ansteigenden Trend der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Spätestens im Jahr 2020 müssen wir diesen Trend ins Gegenteil verkehren und dann mit Reduktionsrat für die ganze Welt um 9% pro Jahr voranschreiten. Das ist die größte Aufgabe, vor die die Menschheit je gestellt wurde. Sollte die Menschheit an dieser Aufgabe scheitern, ergeben sich daraus fatale und nicht wieder rückgängig machbare Konsequenzen für das Leben auf der Erde. Als Grenze wird dabei eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre von 750 Milliarden Tonnen angenommen. 750 Milliarden Tonnen bedeuten einen Temperaturanstieg von 2 Grad. Wenn wir das überschreiten, dann werden selbstverstärkende Prozesse wirksam, die dazu führen, dass der Klimawandel sich dann ständig beschleunigt. Also zum Beispiel das Schmelzen des Eises in der Polarregion bedeutet, dass wir eine dunkle Fläche statt einer hellen Fläche haben. Diese dunkle Fläche absorbiert mehr Sonnenstrahlung und daher wird es wärmer. Und je wärmer es wird, desto größer wird die dunkle Fläche, weil die helle wegschmilzt. Und wenn dieser Prozess sich verstärkt, dann können wir nicht mehr stabilisieren. Und das heißt, auch die nachkommenden Generationen haben keine Chance mehr, den Klimawandel einzubremsen und zu stabilisieren. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds die Klima- und Energiemodellregionen ins Leben gerufen. In 83 Regionen haben es sich Menschen zum Ziel gesetzt, Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen, die Energieeffizienz zu steigern und regionale Ressourcen sinnvoll und nachhaltig einzusetzen. Wir unterstützen die Klima- und Energiemodellregionen in ihrer Startphase mit dem, was sie am notwendigsten brauchen. Das ist einerseits ein Umsetzungskonzept und ein Businessplan als Basis, dann den Modellregionenmanager als zentrale Ansprechperson, begleitenden Maßnahmen wie etwa Bürgerversammlungen, aber auch mit ganz konkreten Umsetzungsprojekten wie große Photovoltaikanlagen oder Mustersanierungen. Ja, und es freut uns sehr, dass diese Initiative nur 4 Jahre nach dem Start sich in Österreich wie im Lauffeuer verbreitet. Im Moment halten wir bei 83 Klima- und Energiemodellregionen mit insgesamt über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und es werden immer mehr. Seit 2011 ist auch die Marktgemeinde Vösendorf eine Klima- und Energiemodellregion mit einem Modellregionenmanager. Seine Aufgabe ist es, die Potenziale der Region aufzuzeigen und dabei zu helfen, die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Das erste große Potenzial ist Einsparung. Über die Hälfte des jetzigen Verbrauchs werden wir einsparen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Das zweite große Potenzial ist die Photovoltaik. Wir haben gigantische Flächen und wir werden die größte Photovoltaikdichte Österreichs haben. Das dritte Potenzial ist die Windenergie. Da können wir noch ein paar Windräder ergänzend gut am Gemeindegebiet aufstellen. Und das vierte Potenzial ist die Mobilität. Ziel der Modellregion ist es, bis 2030 energieautark zu sein. Mit 75.000 Besuchern täglich ist auch eines der größten Shoppingzentren Europas Teil dieser Klima- und Energiemodellregion. Bis 2016 möchte man in der Shopping City Süd 30% Energie einsparen. Ja, die ersten Projekte, die jetzt im Laufen sind, wir untersuchen das Thema Fassadendämmung. Wir werden die komplette SCS sanieren und hier eine Dämmung im gesamten SCS-Bereich umsetzen. 20% aller Österreicherinnen und Österreicher leben in einer Klima- und Energiemodellregion. Der Klima- und Energiefonds hat seit seinem Bestehen diesen Strukturwandel mit über 600 Millionen Euro unterstützt. Eigentlich beneiden wir Österreich um eine nationale Institution wie einen Klima- und Energiefonds. Ich denke, ein Kümmerer, der auch über Mittel verfügt, der in der Lage ist, Öffentlichkeitsarbeit systematisch zu betreiben, auch Monitoring, also zu überprüfen, welche Ergebnisse finden statt, der Schulung anbieten kann und der konzeptionell vorausdenkt, ist absolut ein Muss für diesen erfolgreichen Prozess. Von daher glaube ich, dass Österreich in dieser Frage auf wirklich gutem und beispielhaften Weg ist. Und da kann man nur dazu ermuntern, so weiterzumachen. Die Klima- und Energiemodellregion Teierland besteht aus 15 Gemeinden mit ungefähr 27.000 Einwohnern. Schwerpunkte in der Region sind Gebäudesanierung, also thermische Sanierung und haustechnische Sanierung von Gebäuden, Photovoltaiknutzung mit Bürgerbeteiligungsmodellen,
Uns ist wichtig, dass die Energie, die in der Region erzeugt wird, auch, dass sich daran auch Bürger aus der Region beteiligen. Ein Wandel in Richtung Energieautarkie setzt informierte Bürgerinnen und Bürger voraus. Deshalb veranstaltet jede Modellregion auch regelmäßig Informationsabende, wo sich Interessierte über neue Möglichkeiten zur Energieeinsparung informieren können. Es ging dann darum, das nicht nur im theoretischen Bereich zu lassen, sondern wirklich zu sagen, da gibt es konkrete Schritte. Und der erste ist eben dieses Energiemonitoring, in dem Fall für die Betriebe der Region, wo wir mit einer sehr klaren Botschaft zeigen wollten, es ist ein konkreter Schritt, den man sofort beginnen kann, morgen bereits, ohne dass man noch irgendwelche neuen Gesetze und Regeln braucht. Das geht sofort und sie werden auch sofort den Nutzen haben. Energiemonitoring hilft dabei, den Verbrauch von Strom, Wärme und Wasser genau aufzuzeigen und auszuwerten. So kann man allein durch ein verändertes Nutzungsverhalten bis zu 20% der Energie einsparen. Da die Klimaziele nur gemeinsam erreicht werden können, bedarf es hier aber nicht nur der Hilfe großer Unternehmen. Denn jeder Einzelne kann einen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang leisten. Erste Kategorie ist im Bereich Einkaufen. Was kaufe ich ein? Dass man Lebensmittel saisonal und regional kauft, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Dass man Fleisch und auch andere Milchprodukte eher zurückfahren sollte, das hat sich auch herumgesprochen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor fürs Klima und etwas, was jeder für sich selbst entscheiden kann. Dann gibt es den Bereich der Mobilität, des Fahrens, sich Bewegens. Und da kann man sehr viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen oder wenn man in einer städtischen Umgebung wohnt, dann auch mit öffentlichem Verkehr. Der dritte Bereich ist der Bereich des Wohnens. Neben dem Verkehr ist der Wohnbereich einer, bei dem auch Privatpersonen ein großes Potenzial an Einsparungsmöglichkeiten finden. Durch eine Sanierung nach dem Stand der Technik heute schaffen Sie es, ein Gebäude, was bisher zwischen 3.000 und 4.000 Euro an Heizkosten verbraucht hat, einen Standard zu schaffen, wo sie mit einem Zehntel davon auskommen können. Norbert Miesenberger wohnt seit 2003 in einem Haus, das für die Zukunft errichtet wurde. Es wurde zu 100% aus ökologischen Baustoffen der Region hergestellt, mit Schafwolle gedämmt und nach Süden ausgerichtet, um die Sonnenenergie zu nutzen. Das Bewusstsein für nachhaltige Energiekonzepte resultiert in der Modellregion Freistadt auch aus dem Bewusstsein über eine ganz konkrete Bedrohung. Es hat zum Jahrtausendwechsel Demonstrationen gegen Demeling gegeben. Tausende Leute sind an der Grenze Österreich-Tschechien gewesen und haben gegen Atomkraft demonstriert. Und wir haben uns in der Region gedacht, wenn man schon gegen was ist, dann ist es okay. Dann muss man aber auch auf der anderen Seite für etwas sein. Das heißt, es war ein großes Unbehagen in der Bevölkerung zum Thema Atomenergie. Das heißt, das war für uns eine positive Motivation, Modellregion für genau das Gegenteil, für erneuerbare Energie zu werden. Mit dem Ergebnis, dass mittlerweile das größte virtuelle Kraftwerk Österreichs im Entstehen ist. Beim Helios-Projekt werden 100 Photovoltaikanlagen errichtet, die ca. 1000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen können. Damit werden jährlich rund 2 Millionen Kilogramm CO2 eingespart. Finanziert wird das Projekt von den Bürgern selbst. Im Wert von 500 Euro kauft man einen Sonnenbaustein, der genau einem Photovoltaikmodul entspricht. Und der Kunde kann wählen, bei welchen dieser 100 Objekte er seine Sonnenbausteine haben will. Ob das jetzt beim Feuerwehrgebäude ist oder beim Kindergarten. Die sind durchnummeriert und hat dann quasi sozusagen den Anteil an dieser Anlage erworben. Nicht umsonst, sondern es winken auch ganz gute Renditen oder Zinsen. Jährlich werden 3,3% Zinsen auf das aushaftende Kapital gegeben und es wird auch gleich jährlich ein 1/15 des Kapitals zurückgegeben. Österreich ist ein gutes Beispiel, Deutschland auch, wie eine stille Revolution auf dem Land stattfindet von Regionen, die sich komplett jetzt schon unabhängig machen wollen von fossilen Energieträgern, auch von Atomstromimporten. Und das treibt die Innovation, das gibt die Richtung an durch gute Beispiele, was vor Ort möglich ist und wie man die Chancen vor Ort auch nutzen kann, um die Wertschöpfung zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Architekt Thomas Arnfelser ist einer der Menschen, die ihren Arbeitsmittelpunkt in der Modellregion haben und von den Möglichkeiten einer Klima- und Energiemodellregion profitieren. Er baut hier eines der wenigen Mehrfamilienhäuser der Region, die ein Zeichen für eine ressourcenschonende Zukunft setzen. Ressourcenschonend in dem Sinne, kompakt gebaut, optimale Klimakonzept auch von der Haustechnik her. Das heißt, eines für bis zu 6 Familien, ein Ofen, ein Schornstein,
eine Solaranlage, ein Pufferkonzept, aber individuelle Abrechnungsmöglichkeiten. Ein wichtiger Punkt in der Modellregion Freistadt ist auch die Bewusstseinsbildung junger Leute. Hierfür wurde eine Ausstellung eingerichtet, die die Zusammenhänge der Klimaerwärmung vor Augen führt und anschaulich demonstriert, wie ein Weg in Richtung Energieautarkie aussehen könnte. Diese Ausstellung Unser Weg nach übermorgen in die Energieunabhängigkeit zeigt einerseits auf, wie derzeit die Energieversorgung in Windhoek ist. Circa ein Drittel ist Eigenversorgung, der restliche Teil ist Import. Und in weiterer Folge zeigt es sehr anschaulich auf, dass die Gemeinde genug eigene Potenziale hätte für eine Eigenversorgung. Ziel der Ausstellung ist es, durch ein möglichst umfassendes Bild eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Zuerst habe ich gedacht, es genügt, wenn man den Leuten erklärt, dass der Klimawandel stattfindet. Aber dann hat man gesehen, man muss also auch sagen, was hat er für Konsequenzen. Dann muss man sagen, was kann man dagegen tun. Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass wir den Wandel, der notwendig ist, nur dann erreichen werden, wenn wir einen Wandel in den Werthaltungen haben werden. Wenn eben wir wegkommen von diesem Wettbewerbsgedanken, ich muss immer der Beste, der Größte, der Schnellste sein, weg von dem, ich brauche Macht, ich brauche Prestige, ich brauche Geld, und hin zu dem, was ist es eigentlich, was mich befriedigt, was ist es eigentlich, was mich glücklich macht. Und wenn man sich ernsthaft die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, dann kommt man zu Sachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, dem wir jetzt nachrennen. Einen ersten Schritt in Richtung eines Wertewandels setzt man auch in der Modellregion Vorderwald. Hier haben sich 8 Gemeinden auf eine gemeinsame Sprache geeinigt und sich einem gemeinsamen Ziel gewidmet. Mich hat am meisten beeindruckt, dass diese 8 Gemeinden zueinander gefunden haben. Also die sind im Punkto Energie sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt die europaweit führende energieeffiziente Gemeinde genauso wie ein Dorf mit 380 Einwohnern auf mehr als 1000 Meter Seehöhe. Und sie sprechen eine Sprache und verfolgen ein Ziel. Und das ist nur gelungen durch die Energieregion. Ansonsten hätten sie so intensiv in diesem Bereich nicht zusammengearbeitet. Und gerade die Gemeinden, die nicht diesen energetischen Hintergrund schon Jahre haben, profitieren jetzt enorm von den 3 erfahrenen Gemeinden und wollen jetzt auch dieses Niveau erreichen. Und das ist sehr schönes Ziel. Um CO2 einzusparen, geht man in dieser Modellregion auch im Bereich der Mobilität neue Wege. So wurde in Kumbach ein Elektroauto angeschafft und vorher über die Einsatzmöglichkeiten diskutiert. Herausgekommen ist ein Konzept. Zuerst muss bei allen Gemeindebediensteten und vom Bürgermeister der Bus und die Bahn verwendet werden. Nur wenn es nachvollziehbare Argumente gibt, dann kommt das Elektroauto in Einsatz und erst später der Privat-Pkw. Aber die Erfahrung hat gezeigt, so weit kommt es nicht. Mit Bus, Bahn und dem Elektroauto sind wir bestens abgedeckt. So kommt es zwar vor, dass der Bürgermeister manchmal aufgrund von Busverspätungen zu spät zu einem Termin kommt, doch das wird allgemein hin akzeptiert. Ein vorrangiges Ziel der Energiemodellregion ist, dass wir Energie erlebbar machen wollen. Das bedeutet, dass wir besonders mit den Schulen zusammenarbeiten. Den Schülern soll klar gemacht werden, auf wie viel fältige Art sie Energie sparen können. Eines der überraschendsten und erfolgreichsten Schulprojekte war ein Versuch, bei dem die Schüler selbst die Verantwortung für ihren Energieverbrauch übernehmen müssten. Sollte es ihnen gelingen, die Kosten zu senken, würde ihnen ein Teil des Geldes für gemeinsame Schulaktivitäten rückerstattet werden. Das Ergebnis war verblüffend. Wir haben in sämtlichen Bereichen also massive Einsparungen tätigen können. Im Bereich Strom waren das ca. 19% im Durchschnitt, beim Wasser waren es sogar über 30% und bei dem Fernwärmeverbrauch waren es ca. 19%, die wir allein aufgrund des Nutzerverhaltens einsparen konnten. Eine weitere Konsequenz aus diesem Projekt ist, dass die Schüler seither auch zu Hause ihre Eltern auf Potenziale zur Stromeinsparung aufmerksam machen. Mittlerweile findet dieses Projekt auch über die Landesgrenzen hinweg Anklang. Und auch in Lech wurde ein Pilotprojekt realisiert, das mittlerweile in ganz Vorarlberg zur Umsetzung kommt. Also ich unterstütze die Hoteliers beim Energiesparen. Einerseits mit dem Einbau von effizienten Heizungspumpen und andererseits mit dem Tausch der konventionellen Beleuchtung auf LED-Beleuchtung. Und das läuft auch recht gut in Lech herum.
Weil der Grund ist dafür, die Lampen in Lech, vor allem im Eingangsbereich oder im Essbereich, die brennen teilweise 24 Stunden durch. Und da versuchen wir jetzt ein sehr sparsames Leuchtmittel, das jetzt mit der LED Marktreife erreicht hat, zum Einzubauen. Doch nicht nur bei der Beleuchtung können Hotels viel einsparen. Der Test mit einer Wärmebildkamera hat ergeben, dass selbst in Nächten mit minus 20 Grad ca. 30% aller getesteten Hotelfenster gekippt waren. Seitdem wurden in einigen Hotels Maßnahmen gegen Energieverschwendung eingeführt. In den Fenstern sind Fensterkontakte, in denen wir steuern können, die Zimmertemperatur 3 Grad plus oder minus. Das ist ein sicher sehr gutes Tool, um Energie zu sparen. Des Weiteren haben wir, durch das, dass wir verbunden sind mit einer Bäckerei oder mit unserer Bäckerei, alle Abwärme aus der Bäckerei führen wir über Wärmerückgewinnungen ins Hotelsystem ein. Wir haben über 10.000 Liter Speicher, die wir fürs Schwimmbad, für Niedertemperaturkreise und auch für Hochtemperaturkreise verwenden können. Als Tourismusregion hat es sich leicht zum Ziel gemacht, Ökologie und Qualitätstourismus miteinander zu verbinden. So sind von der Polizei über Touristen bis hin zum Bürgermeister selbst immer mehr Menschen auch mit dem E-Bike unterwegs. Also ich glaube, wenn wir nicht in Richtung Energieeffizienz unterwegs sein würden, dann wäre sicher eine Konsequenz daraus, dass Lech-Zürs in der Qualität abfällt, dass wir nicht mehr die Vorreiter sind, sondern irgendwo hinten dran sind, und irgendwann wird es ein ganz billiger Massentourismus und die Orte Lech und Zürs werden nicht mehr in der Zukunft erfolgreich sein. Die Investition in nachhaltige Energien ist für die Modellregion und damit auch eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft. In unserer Region gibt es relativ wenig Wasserkraft. Das heißt, wir müssen uns bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern hauptsächlich auf die Photovoltaik konzentrieren. Wir haben ungefähr 90% der derzeitigen regionalen Stromproduktion aus 4 kleinen Wasserkraftwerken und 5% aus Photovoltaik und müssen eben diesen Anteil der Photovoltaik beträchtlich erhöhen, weil die Wasserkraft ausgeschöpft ist. Die größte Solaranlage der Oststeiermark wurde weder von politischen Verantwortungsträgern initiiert noch durch ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert. Es entstand durch private Mittel und aus der Motivation, verantwortungsvoll für nachfolgende Generationen zu handeln. Wir zählen uns zu jenen Ersten, die nach Deutschland gefahren sind, Photovoltaik dort gesehen haben, wie sie funktioniert und auch selber privat Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, jetzt machen wir so etwas in Deutschland, haben dort 6 Anlagen errichtet, mit dem Wunsch, irgendwann das auch bei uns zu Hause machen zu können. Mit dem Ökostromgesetz wurde dieser Wunsch Wirklichkeit und der Begriff der Energiekultur zog ins Kulmland ein. Er steht dafür, dass man sich dem Thema Energie nicht nur auf einer wirtschaftlich-ökonomischen Ebene nähern kann, sondern auch auf einer künstlerischen Ebene. Bei der Veranstaltung 10 Days, 10 Artists stellen sich 10 Künstler 10 Tage lang der Frage, wie sieht die persönliche Energiekultur aus? Das Kunstprojekt wurde deswegen initiiert, um eben auch mit der regionalen Bevölkerung eine Diskussion zu beginnen. Und das wird ja auch als offenes Atelier verstanden, dieses Kunstprojekt. Das heißt, jeder Mann, jede Frau aus der Region kann hier jeden Tag vorbeikommen, also während dieser 10 Tage, und die Künstler bei der Produktion ihrer Werke beobachten, mit ihnen Diskussionen führen. Das heißt, es hat eigentlich einen Workshop-Charakter. Ich kann hier wirklich über dieses Thema mit den Künstlern diskutieren. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzuführen, um den Weg in eine energieautarke Zukunft zu ebnen, ist die größte Herausforderung der Modellregionen-Manager und Managerinnen. Sie arbeiten täglich daran, das Bewusstsein für einen Wandel zu stärken. Eigentlich ist man einmal unterwegs als Wanderprediger. Es ist sehr, sehr wichtig, die Bevölkerung dazu zu gewinnen. Die Bevölkerung sind die, die Energie kaufen, und die brauchen wir. Somit täglich finden hier Veranstaltungen statt, Bürgerversammlungen und selbstverständlich sehr, sehr viele Einzelgespräche. Einer der Vorreiter in Sachen Modellregionen ist Güssing. Hier wird schon seit über 20 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energie gearbeitet. Mittlerweile so erfolgreich, dass ein eigener Ökotourismus entstanden ist, der Interessierte aus aller Welt anzieht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, völlig energieautark zu werden mit den eigenen Ressourcen,
Hier geht es nicht nur um Strom und nicht nur um Wärme, hier geht es auch um die Treibstofferzeugung für unsere Fahrzeuge, und das ist die größte Herausforderung, und wir werden in wenigen Jahren die Bevölkerung dazu bewegen, hier von Benzin- und Dieselautos sehr stark auf Biogasautos und Elektroautos umzustellen. Direkt neben dem Biomasseheizwerk wird an der nächsten Generation von Treibstoffen aus Biomasse gearbeitet. Die Idee ist es, Holz in Diesel umzuwandeln. Das heißt, im Prinzip zerlegen wir das Holz in seine kleinsten Bruchstücke, und aus diesen kleinsten Bruchstücken bauen wir dann wieder größere Moleküle zusammen, die wir eben uns wünschen, die wir benötigen. Und hier in dem Fall ist das eben dann ein Diesel, den wir hier wieder zusammenbauen aus diesen Molekülen. Und in anderen Fällen verwenden wir den Wasserstoff direkt oder wir machen daraus Erdgas. Noch wird hier im Labormaßstab gearbeitet. Pro Tag entstehen so rund 5 Liter Diesel. In 5 bis 10 Jahren soll dieser Treibstoff dann Einzug in den kommerziellen Bereich halten. Mit der Zeit hat sich die Landwirtschaft in dieser Modellregion verändert. Heute zum Beispiel lebt keine einzige Kuh mehr in der Gemeinde Stremm. Nachdem man nicht wusste, was man mit den riesigen Grasflächen machen sollte, hat man sich von der Kuh inspirieren lassen und auch hier einen neuen Weg in Sachen Energiegewinnung eingeschlagen. Wir haben 2003 unser Fernheizwerk gebaut, haben dort mit einer gewissen Wärmeleistung begonnen, nur die Wärme war dann in kürzester Zeit verkauft und wir wussten uns an und für sich dann erweitern. Und da gleichzeitig die Rinderhaltung hier in unserer Gemeinde an und für sich komplett verschwunden ist, wir haben aktuell keine Kuh in unserer Gemeinde, haben wir uns entschlossen, dann hier diese große Betonkuh zu bauen, wo an und für sich Gleiches passiert wie bei einer echten Kuh. Wir füttern hier das Gras ein und machen damit unsere Energie. Österreich hat in Europa schon länger eine Vorreiterrolle in Bezug auf Energieregionen. Fast 900 Gemeinden sind Teil einer Klima- und Energiemodellregion. Mehr als 2 Millionen Menschen leben in einer solchen. Alle tragen ihren Teil dazu bei, dass der Reichtum der regionalen Ressourcen besser genutzt wird, der Energiebedarf gesenkt und aus einem klugen Mix von erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird. Mein Bild der Zukunft ist, dass wir die Energie in 50 Jahren, die wir benötigen, in allen Bereichen selbst produzieren und selbst erzeugen. Dass wir unter dem Motto Energie verwenden, nicht verschwenden leben. Dass auch unsere Enkelkinder in dieser Region in der Zukunft noch leben möchten. Dass es uns gelingt, in naher Zukunft unseren gesamten Wärme-, Strom- und Treibstoffbedarf aus Ressourcen in unserer Region hier abzudecken. Dass man nicht mehr darüber reden muss, was man alles machen könnte oder alles machen kann, sondern wo man einfach in unsere Gemeinde reinkommt und einfach sieht, was hier umgesetzt worden ist. Dann kann unser Bild in der Zukunft eines sein von einer glücklichen Welt, in der alle Menschen ein wirklich lebenswertes Leben haben können, nicht nur einige wenige. Der Klimawandel schreitet voran und wir müssen wegkommen von den fossilen Energieträgern. Sie leisten eine wichtige und wertvolle Arbeit in den Klima- und Energiemodellregionen in Richtung Energieautarken Österreich. Ihre Initiative ist wichtig, damit wir unsere Heimat lebenswert erhalten, damit wir Österreich für jetzige und vor allem für kommende Generationen so einzigartig erhalten, wie wir es kennen. Daher lade ich Sie ein und ermuntere Sie, gehen wir diesen Weg des energieautarken Österreich weiterhin gemeinsam.